Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Digitalisierung in Deutschland. Immer noch das Schaf im Wolfspelz? Virtuelle Kollaboration. Was ist das und wie nutze ich das? Wenn der Verkauf bottom-up mit dem Produkt beginnt, statt von oben mit der Brechstange. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei Miro. Ich bin Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Lieber Hörer, lieber Hörerin, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, Die 6 Wege zum effektiven Sales-Engineer. Wir danken dir dafür. Und damit darf ich unseren heutigen Gast vorstellen. Er ist Vertriebsprofi, hat es praktisch von der Pike auf gelernt, hat schon im Vertriebsinnendienst SDR angefangen, hat sich zum Key Account Manager hochgearbeitet und jetzt zum VP Sales. Ist im Prinzip seit 20 Jahren im Tech Sales unterwegs und ist gerade dabei, für Miro das Geschäft ein Dach aufzubauen. Herzlich willkommen im Podcast, Guido de Vries. Hallo zusammen, ich grüße euch. Hallo Guido. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe ja gerade Miro erwähnt und jetzt muss ich noch eine kleine Seitengeschichte erzählen, weil Jan und ich haben im Prinzip schon eine, man kann schon fast sagen, langjährige Liebesgeschichte mit Miro, weil wir nämlich tatsächlich selber Miro benutzen, um hier auch zum Beispiel diesen Podcast zu gestalten. Wir haben da machen da unser Brainstorming drauf, wir entwickeln hier und da mal Ideen. Und von daher sind wir da besonders glücklich, dass wir dich heute hier mal dabei haben dürfen, um dich ein bisschen auszuquetschen. Sehr gerne. So, Miro stellt sich ja nach außen hin als virtuelles Whiteboarding-Tool dar. Und vielleicht können wir da mal direkt mal ansetzen, dass du uns mal kurz aufklärst. Also, was ist das und wozu brauche ich es eigentlich? Sehr gerne. Ja, du hast die Überschrift virtuelles Whiteboarding-Tool benutzt. Und das ist auch tatsächlich, wenn man so möchte, der offizielle Kategoriename. Also, wenn es jetzt ein G2-Crowd-Quadranten gibt oder wenn es einen Gartner-Quadranten gibt, dann ist das sicherlich der richtige Kategoriename. Man muss auch fairerweise sagen, dass es da eine Evolution gegeben hat in den letzten Monaten und Jahren. Also wir verwenden für uns tatsächlich die Überschrift Visual Collaboration, weil, sag ich mal, das Spektrum, sag ich mal, der Anwendungsfälle, die wir bedienen, sehr breit gesetzt ist. Also man kann schon sagen, dass vor über 10 Jahren, als der Miro entstanden ist, so diese Kernidee tatsächlich das Whiteboard war und auch nach wie vor ist, aber Stand heute Whiteboard eigentlich ein Element, ein Use Case innerhalb dieser gesamten visuellen Kollaboration ist, in der wir uns bewegen. Ne? Und die Anwendungsfälle, die wir halt eben heutzutage haben, erstrecken sich über alle Bereiche, mit denen man halt im visuellen Frontend tatsächlich kreativ Ideen gestalten kann. Hast du mal ein konkretes Beispiel außerhalb von dem, sag mal, Standard-Whiteboarding-Use-Case? Genau, also Use-Cases haben sich da tatsächlich entwickelt. Man kann sich, wenn man sich grob orientieren möchte, sicherlich an unterschiedliche Line-of-Businesses orientieren, Fachbereiche in den Firmen, die entsprechende Anwendungsfälle entwickeln. Und das geht wirklich vom klassischen Entwicklungsbereich bis hin zum vielleicht Personalbereich, innerhalb dessen HR-Onboarding erfolgt, wo tatsächlich Onboarding-Pläne durchlaufen werden. Aber Überschrift ist ja auch hier Sales tatsächlich heute. Also wir sehen sehr, sehr viele Sales-Teams, die mit der Lösung zum Beispiel Account-Pläne aktiv mit ihrem Kunden teilen und daran halt eben arbeiten. Aber bis hin auch zu ganz ausgefallenen Sachen. Also ich habe zum Teil Anfragen von eher produzierenden Unternehmen, wo es halt eben dann darum geht, also wirklich im Produktionsbetrieb zum Beispiel einen Bandmitarbeiter mit Informationen zu versorgen, über die er dynamisch interagieren kann, über das Whiteboard vielleicht mit einem Tablet-Device oder wo es auch darum geht, zum Beispiel Field-Service-Mitarbeiter, die draußen vor Ort im Kundendiensteinsatz sind, mit einem entsprechenden Endgerät und ja, einfach eine Schnittstelle auszustatten, mit der nicht nur einfach Informationen verarbeiten kann, sondern halt eben auch wirklich dynamisch interagieren kann. Also sind so 2, 3 Beispiele außerhalb des vielleicht klassischen, an dem man so bei Miro dann in dem Fall denken würde. Ja, ich wollte sagen, Guido, das heißt, also wenn ich dir so zuhöre, ne, das heißt für mich, okay, diese Kategorie mag so heißen bei G2Crowd, aber die müsste man wirklich mal überarbeiten, weil das, was ihr da tut, geht ja also sehr weit für mich über so ein Whiteboarding-Tool
hinaus. Und das Stichwort, was du gegeben hast, so empfinden Tim und ich das, glaube ich, auch, dieses Kollaborative und dieses Integrierte in Prozesse, die ich in meinem Unternehmen habe, das macht es ja gerade so wertvoll. Also die Funktion Whiteboard, super, ne? Also perfekt. Aber den anderen Teil finde ich viel, viel wertvoller, aus meiner Nutzersicht jetzt auch heute schon. Absolut. Ja, und da vielleicht nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag. Also wir benutzen tatsächlich Miro auch bei Seismic. Und wir hatten vor einigen Monaten, sind wir mal als SE-Team zusammengekommen. Also alle Sales Engineers aus Europa sind zusammengekommen. Und zwei davon konnten aber nicht kommen, weil tatsächlich der eine war positiv Corona diagnostiziert und der andere konnte einfach nicht reisen, weil er familiäre Einschränkungen hatte. Das heißt, wir waren irgendwie zu fünft in dem Büro. Und die anderen haben sich virtuell eingewählt. Und trotzdem haben wir praktisch ein gemeinsames Whiteboard benutzt, um in diesem Fall ging es darum, eine Demo-Story zu entwickeln, Personas zu entwickeln und irgendwie einen Flow für unsere Demos zu brainstormen im Prinzip. Und ich meine, das ist ja, also ich meine, diesem jetzt immer mehr werdenden virtuellen Setup eigentlich genau das, was da hilft. Auf der anderen Seite, und das führt mich zu meiner nächsten Frage, wird ja im Prinzip, keine Ahnung, also gefühlt, seitdem ich Nachrichten höre, ja, Digitalisierung in Deutschland, ja, irgendwie, ja, wir müssen die nächste Welle der Digitalisierung starten und so weiter. Und ich habe ja die letzten 10 Jahre Technologie selber auch verkauft und sehe dann teilweise so im produzierenden Gewerbe oder vielleicht auch im Automobilbereich und so weiter, da gehst du dann in die Unternehmen rein und guckst dir an, wie die heute arbeiten und denkst dir, mit Digitalisierung hat das aber nicht viel zu tun, was hier passiert. Ja. Das heißt, also das Schlagwort, was wir da rausgearbeitet haben, im Prinzip ist die Digitalisierung so das Schaf im Wolfspelz. Ja. Also eigentlich passiert da gar nicht so viel. Und darum jetzt die Frage an dich, wie reif ist der Markt eigentlich für so eine krasse Innovation, so gemeinsam zu arbeiten? Also wenn du sagst, der Markt und ich in meiner Rolle verantworte hier den Dachmarkt, also deutschsprachigen Raum, habe da sicherlich den tiefsten Einblick, aber bekomme auch sehr, sehr gut mit, wie es jetzt in anderen Regionen tatsächlich abläuft. Und ich sag mal, ich bin ja seit 20 Jahren hier in der IT und im Vertrieb tätig. Und wenn man so klassische Benchmarks sieht, dann ist ja tatsächlich Dach versus Nordics und Benelux oder Dach versus UKI häufig in dieser Kategorie drin, ne? Dass man sagt, Mensch, die Kollegen sind da vielleicht ein bisschen progressiver unterwegs. Jetzt im Falle von Miro und auch den Erfolg, den wir hier in der Region haben, kann man ganz klar sagen, ja, der Markt ist reif, weil wenn du sozusagen die Performance von dem Gebiet vergleichst mit den anderen Regionen, sind wir deutlich erfolgreicher unterwegs, als du es jetzt erwarten würdest im Vergleich. Und da gibt es jetzt verschiedene Ursachen aus meiner Sicht, die man da anführen kann. Also zum einen auch rein die Geografie unseres Marktes hat sicherlich einen gewissen Vorteil, wo du sagst, wir sind es halt einfach gewohnt, in größeren Ballungszentren aufgestellt zu sein. Nicht nur London, nicht nur Paris, sondern Firmen haben verteilte Standorte und müssen halt eben einfach hier auch entsprechend zusammenarbeiten. Ich würde auch ganz klar sagen, dass dieses Ingenieursgetriebene, dieses Entwicklungsgetriebene auch etwas ist, was natürlich Hand in Hand auch mit so einer Lösung wie Miro halt eben tatsächlich zusammengeht. Und dann allgemein die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einfach auch bei uns gegeben sind. Also ich kann die Frage sehr positiv beantworten. Also wir haben hier in den letzten Jahren, muss man sagen, gesehen, dass Dach sich hier eher als Vorreiter entwickelt hat. Und wer weiß, Faktoren gibt es, die es begünstigt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass halt auch der deutschsprachige Raum hier wirklich einen sehr, sehr positiven Schritt nach vorne gebracht hat. Also ich würde da insgesamt ein positives Resümee ziehen. Muss man sicherlich sagen, gibt es unterschiedliche Bereiche. Also wenn man sich so Segmente beziehungsweise auch vertikale Märkte anschaut, kann man natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten feststellen. Also wenn ich jetzt den Bereich beschreibe, merkt man schon, dass eher größere Unternehmen, strategische Unternehmen da etwas schneller sind als jetzt vielleicht noch dieser berühmte Mittelstand. Man kann auch sagen, dass natürlich Bereiche wie Technology and Services oder Unternehmen, die entwicklungsgetrieben sind, vielleicht etwas progressiver sind als jetzt alteingesessenere Industrien. Aber unterm Strich ziehe ich da für mich persönlich ein sehr, sehr positives Resümee. Und im Rahmen von Digitalisierung, Guido, wenn man die letzten 2 Jahre anguckt, kann man irgendwie Corona ja nicht ignorieren oder diese Pandemie nicht ignorieren. Also wie krass war denn der Schub auch für jemanden wie euch, die da in diesem Digitalisierungsbereich auch so stark sind? Also
Ist es so krass spürbar, wie ich es mir gerade in meinem Kopf vorstelle, oder? Ja, also man muss ganz klar festhalten, dass das einen Wahnsinnsschub gegeben hat. Ne? Um im heutigen Sprachjargon zu bleiben, wenn man so will, den Booster, den das Ganze gesetzt hat. Sehr schön. Also tatsächlich haben wir, ich würde sagen, vielleicht 3 Jahre Boden gut gemacht innerhalb der letzten Monate. Und das hat wirklich diesen Booster gesetzt, dass du sagst, bei vielen Unternehmen haben wir einen Inflection Point erreicht. Ne? Also zuvor war das ganze Thema Remote, das ganze Thema Hybrid als sehr, sehr skeptisch betrachtet. Und jetzt hat man halt einfach gesehen, ja, das funktioniert. Man kann es sehr, sehr erfolgreich einsetzen. Und jetzt haben wir bei vielen Unternehmen eine kritische Masse erreicht, auch wenn ich das aus der eigenen Anwendung halt eben sehe, wo du so einen selbstverstärkenden Effekt kreierst. Ja, weil auch wenn du, ihr seid ja selber Miro-Nutzer, dieses Kollaborative, dieses Interagierende mit internen Abteilungen, Standorten, aber natürlich auch mit externen Partnern zum Beispiel. Also wenn ich jetzt in eine Designagentur denke und ich sage, ich habe dort meine Kunden, meine Businesspartner, mit denen ich zusammenarbeite und kreativ an Projekten agiere, dann vervielfältigt sich das. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt gerade. Also ich sage, wir haben eine Hürde genommen und da hat, wenn man so will, die Pandemie geholfen. Und jetzt verstärkt sich das von dem Effekt immer weiter. Deswegen, wenn ich anschließen mag, ich kriege auch häufig die Frage gestellt, naja, wie nachhaltig ist denn diese Entwicklung? Also wenn wir zum Beispiel uns Zahlen und Statistiken, wir machen sehr, sehr viel Auswertung mit unseren Kunden auch anschauen, dann ist für 74% der Unternehmen Hybrid the new normal. Ne? Also das heißt, es wird nie wieder eine Welt gehen, so wie sie vorher ist. Und in diesem Kontext braucht man Collaboration-Tools wie zum Beispiel eine Miro. Und da bewegen wir uns ja in einem sehr, sehr guten Konzert mit vergleichbaren Ökosystempartnern. Der Jan und ich waren vorhin mit einem Kollegen, ehemaligen Kollegen im Call. Und da haben wir auch so eine Anekdote reflektiert. Da waren die beiden da auf einen 2-stündigen Termin irgendwo eingeladen und sind 7 Stunden mit dem Zug hingefahren, haben den 2-Stunden-Termin gemacht und dann wieder 7 Stunden zurückzufahren. Sowas kann man sich im Prinzip heute ja schon gar nicht mehr vorstellen. Ne? Was ich dann so faszinierend finde, ist, dass es immer erst ins Extreme gehen muss, bevor Menschen diese Veränderungen vornehmen können, weil vorher hätten diese ganzen logischen Argumente ja auch schon gegriffen, aber trotzdem hat man es nicht gemacht. Das ist jetzt ein bisschen philosophischer Einwurf, ja, aber ein Gedanke, den ich immer äußern würde. Absolut. Häufig muss es so dieses disruptive Element geben, um den nächsten Entwicklungsschritt zu geben. Das stimmt, ja, das sehe ich auch so. Dann vielleicht mal ganz doof gefragt, wer braucht denn eigentlich keine Collab-Technologie? Also jedes Unternehmen hat doch Zusammenarbeit von Mitarbeitern, oder? Also könnt ihr an jeden verkaufen, oder? Ja, also tatsächlich, die Frage kann man ganz leicht beantworten. Es gibt keinen, aus meiner Sicht, der keine Collab-Technology dort entsprechend benötigt. Wenn man jetzt wirklich denjenigen nimmt, der auf der einsamen Insel wohnt und auch für sich selber agiert, selbst so einer könnte innerhalb eines, sage ich mal, Miro-Systems bereits seinen Nutzen oder seine Anwendungsfälle halt eben ziehen. Aber aus meiner Sicht ist das in der heutigen Welt nicht mehr gegeben. Also du hast die Schnittstellen innerhalb des Unternehmens zwischen den Abteilungen, zwischen den Standorten und dann halt eben extern auch mit den Business-Partnern. Und das ist auch das Spannende, was mir hier jeden Tag wieder ja einfach neue Energie gibt und neue Motivationen. Also wir haben Kunden, wo sozusagen Advisory Boards, Executive Teams zusammenkommen und jetzt Strategieplanung auf einem Miro Board machen, wo man auch noch gesagt hätte, da hätte man sich vor Jahren vielleicht irgendwo in einem Executive Boardroom zusammengeschlossen und da an klassischen Whiteboards halt eben agiert. Ne? Also ich kann da auch tatsächlich immer so ein schönes Beispiel ziehen. Das war Mitte letzten Jahres, wo ja zumindest pandemiebedingt sehr, sehr viel Reisetätigkeit wieder möglich war. Und zu der Zeit habe ich meinen ersten Business-Trip zu unserer Zentrale Richtung Amsterdam gestartet und wir sind alle zusammen in den Meetingraum gekommen. Ja, und da standen halt eben die klassischen Whiteboards und Tools und wir haben uns trotzdem, dass wir präsent waren, aber alle in diesem virtuellen Space halt eben tatsächlich getroffen. Ne? Und sag mal, zu sehen, wie innerhalb kürzester Zeit, wo man vielleicht früher 2 Stunden gebraucht hat, mit einer Geschwindigkeit Ideen entstehen, also da stellen sich bei mir hier wirklich Gänsehaut halt eben tatsächlich auf. Ne? Und das ist halt eben dann doch auch die Power von so einer Technologie, wo man merkt, dass man in einem, ja, einfach einen Quantensprung halt eben gerade macht. Ne? Also
lass es den Timer sein, den du aktivierst. Lass es einfach die Musik sein, die du zuschaltest. Lass es das Dot-Voting sein, was du halt eben machtest. Du hast einfach ein Toolset, wo du sehr, sehr leicht diese Gruppe innerhalb einer kurzen Zeit zu einer Geschwindigkeit bringen kannst. Und deswegen sage ich, da springt auch der Vertriebler natürlich ein Stück weit aus mir raus. Also es gibt heute wahrscheinlich keinen, der mal ohne klarkommt. Ja. Und ich kann mich da mal kurz anschließen. Ne? Also ich würde zustimmen. Ne? Vielleicht ist die Frage sogar eher, also wann ist jemand bereit, das endlich mal zu tun? Ne? Also ich hatte, als ich noch in München gewohnt habe, hatte ich einen Gitarrenlehrer, bin ich immer hingefahren. Und was mich am meisten genervt hat, ist, dass ich da immer hinfahren musste, weil Autofahren in München macht auch keinen Spaß. So, jetzt wohne ich 250 Kilometer weit weg von München und habe einfach eine Zoom-Session mit meinem Gitarrenlehrer und es ist wirklich wunderbar. Ja, weil, also er macht mehr Business damit, weil er natürlich in viel weniger Zeit da auch noch mehr machen kann. Er erreicht einen viel größeren Space. Und ich habe eine viel bessere Experience, weil ich lerne das genauso schnell oder vielleicht sogar noch schneller und kann meine Zeit viel effizienter gestalten. Also was dir das für Möglichkeiten eröffnet, selbst so in einem kleinen Bereich, finde ich Wahnsinn. Deswegen, also ich kann mich dem, was du sagst, anschließen. Ist eher die Frage, ja, wo steht der andere in seiner eigenen Denke und Evolution und wann legt er endlich los, das für sich zu nutzen? Absolut. Und also ich möchte da anknüpfen an dem Punkt, den du erwähnst. Na, wie sind die Hürden oder wie beginnt man mit dieser Technologie? Und ich meine, da hat man klassisch natürlich die Fast Mover, die da entsprechend schnell unterwegs sind, aber auch andere Stufen, die vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber das versuchen wir natürlich mit unserer Produktentwicklung zu setzen, dass du also wirklich von der ganzen Experience mit der Lösung sehr, sehr schnell und einfach halt eben starten kannst. Dennoch ist es sehr, sehr wichtig und da investieren wir hier gerade auch ein Dach sehr stark, zum Beispiel in Bereiche wie Customer Success, in Bereichen wie Solution Engineering zu investieren, weil es kann natürlich auch schon ein Stück weit irritiert sein, ne? Wenn du so als Starter halt erstmal auf diesem unbegrenzten Canvas bist. Ja, das ist natürlich für denjenigen, der die Vision hat und die Fantasie, ein unbegrenzter Lösungsraum und der zieht sich dann gleich seine Objekte aus den einzelnen Elementen rein. Da hast du dann Jira, da hast du dann Monday.com, da hast du Asana, ne, da hast du dann SharePoint und so weiter und die Ideen fließen zusammen. Aber für denjenigen, der vielleicht dann nicht so affin ist, der braucht Hilfe. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man als Unternehmen halt eben auch da ansetzt und schaut, wie kann man halt Best Practices scheren von Unternehmen, die da vielleicht sehr innovativ sind. Wie kann man das transferieren in ein Umfeld, wo es vielleicht ein bisschen, sage ich mal, langsamer halt eben angeht. Und das ist auch eine unserer Hauptaufgaben, dass wir da halt eben unsere Kunden entsprechend unterstützen. Ich würde jetzt gerne nochmal den einen Punkt aufgreifen. Du hast ja im Prinzip gerade gesagt, es gibt niemanden, der nicht davon profitieren könnte. Und gleichzeitig ist ja Miro jetzt auch ein Unternehmen, hat damit eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern, auch wenn wachsend. Und man muss sich, wenn man jetzt, so wie ihr oder du das ja auch gemacht hast, jetzt in Deutschland diese Präsenz etabliert, irgendwie ja mal einen Fokus finden. Ne? Und wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, okay, wir haben eine SaaS-Technologie und wir haben eigentlich einen sehr großen Markt. Wir können fast an jedes Vertical verkaufen. Wie findet man da den richtigen Fokus, die Ressourcen, die man hat und noch im Aufbau sind, so einzusetzen, dass man sagt, okay, wir adressieren jetzt aber genau den Markt, der für uns am erfolgsversprechendsten ist? Das ist eine ganz gute Frage und eine ganz wichtige Frage. Also tatsächlich auch eine, wenn ich mit potenziellen Kandidaten spreche, immer in meinem Repertoire drin habe, weil die Möglichkeiten sind fast grenzenlos und egal welchen Stein man umdreht, man sieht überall Opportunity, ne? Und Fokus ist da ganz klar der Weg zum Erfolg. Wir gehen da so entsprechend vor, dass wir versuchen, über unsere Lösung erstmal größtmögliche Hilfestellung zu leisten, wo man über eine, sag mal, One-to-Many Learning-Plattform die Möglichkeit hat, einfach die Kunden auch an das Produkt heranzuführen. Und dass man dann sagt, okay, da, wo wir einfach noch weiter, noch mehr in die Tiefe gehen müssen, sind wir dann über eine One-to-One-Betreuung halt eben drin. Also tatsächlich haben wir uns so aufgestellt, dass wir zum einen nach Geografie, zum anderen nach Segmenten orientiert sind und ganz klar auch nach, wenn man so will, Lebenszyklus von dem Kunden. Also wir denken da auch wirklich in einem Infinity Loop, ne, an kontinuierlich sich erneuerndem Zyklus. Wir sind ja im Subscription-Business halt eben drin, wo wir auch selber das Incentive haben, natürlich immer ganz klar diese Extrameile für den Kunden da zu gehen. Und da haben wir ein Team, was wir zum Beispiel im Bereich Customer Success für unsere Commercial, für unsere Enterprise und für unsere Strategic-Kunden aufgehen,
Klar hat ein Strategic-Kunde mit, ich sag mal, mehr als 100.000 Mitarbeitern andere Anforderungen als jetzt ein Startup, was beginnt halt eben unser Produkt halt eben zu nutzen oder ein Scale-Up. Und da gehe ich entsprechend nach Priorität, Geo, Segment und Industrie vor. Also das ist unsere Fokussierung. Mhm. Und also jetzt ist es ja bei euch so, und ich habe es ja vorhin selber erwähnt, Jan und ich benutzen Miro ja selber auch für den Podcast, und wir haben uns auch vor ein paar Monaten mal so eine Lizenz geklickt. Also wir sind schon Miro-Kunde, aber wir haben natürlich niemals mit einem AE gesprochen, sondern wir haben das einfach gemacht. Das heißt, man kann bei euch im Prinzip ja ein Self-Sign-Up machen, man kann ja auch die Free-Version nutzen. Welchen Beitrag leistet das bei euch in der Pipeline und Lead-Generation? Genau, also unser bester Vertriebsmann ist das Produkt tatsächlich. Also das Produkt hat einen sehr, sehr großen Anteil in der, in der Bedarfsgenerierung, in der Demand Generation. Also grob kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte unseres Volumens, das wir stemmen, aus dem Self-Service-Bereich kommt und dann die andere Hälfte aus dem High-Touch-Bereich, dort wo, wie du sagst, du mit dem AI zum Beispiel sprichst. Und das Schöne an dem System ist, dass wir einfach immer einen kontinuierlichen Fluss halt eben sicherstellen. Ja. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel nicht das Interesse, über die Maßen hinaus in unseren Self-Service-Kundenbereich halt eben reinzugehen und die jetzt auf den Enterprise-Kunden oder den verhandelten Vertrag halt eben draufzubringen, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass wir als Gesamtunternehmen kontinuierlich halt eben wachsen und dass diese Schritte Hand in Hand gehen. Also ich war selber auch in meiner Historie ein, zwei Mal in Situationen, wo man vielleicht unbalanciert investiert hat. Und das hat Miro bis hierhin sehr, sehr gut gemacht, dass man da hat balanciert in die einzelnen Segmente investiert hat. So, dass halt immer ein kontinuierlicher Flow halt eben da ist. Und tatsächlich, wenn man so möchte, wenn man es mit anderen Unternehmen vergleicht, wo man eher einen Top-Down-Ansatz hat, wo man aktiv nach draußen geht und vielleicht dem Kunden erst erklären muss, ist die Situation, die ich typischerweise vorfinde, wirklich die, der Kunde, aber jetzt zum Beispiel ihr in dem Fall, ihr nutzt uns bereits bis zu einem gewissen Grad, ihr kennt das Produkt, ihr seid begeistert von dem Produkt. Also wir haben eine sehr, sehr treue Kundenbasis, die auch immer sehr, sehr positives Feedback mit uns teilt. Ich sag mal, wenn ich dir hier meinen Slack-Channel intern mit Kundenfeedback teilen würde, du wirst es nicht glauben. Also es ist zum Teil so positiv, dass man denkt, das hat irgendein Marketeer tatsächlich geschrieben. Und da ist natürlich dann die Kunst sozusagen, dieses zu überführen dann auf eine Plattform, wo du halt mit einem verhandelten Vertrag halt eben sauber agierst. Weil, ohne Frage, ab einem gewissen Grad an Größenordnung gibt es andere Anforderungen. Und die Anforderungen sind natürlich primär im Bereich Skalierbarkeit, Security, einfach Enterprise Readiness, wo wir halt eben sicherstellen müssen, dass wir die Anforderungen auch erfüllen. Und deswegen ab einem gewissen Level macht es auch Sinn, dann persönlich zu sprechen. Wenn ich jetzt mal in die Vergangenheit schaue, und du hast ja auch vorher bei anderen Companies gearbeitet, und Jan und ich waren schon auch bei einigen SaaS-Unternehmen, und was sich da zumindest immer gezeigt hat als Muster, ist, dass die meisten Unternehmen, wenn nicht alle, extrem zurückhaltend dabei sind, Nutzerzugang einfach so herauszugeben. Ne? Also einfach mal so eine Pilot oder ein Trial, da gibt's meistens Vorbehalte. Bei euch ist es natürlich genau das Gegenteil. Sind SaaS-Unternehmen jetzt aus deiner Erfahrung heraus in der Tendenz zu zurückhaltend, Kunden einfach mal Zugang zu geben? Oder hat das seine Daseinsberechtigung, weil die einfach überfordert sein? Ich glaube, man muss differenzieren, ob man in einem Segment unterwegs ist, wo man ein Application oder ein Plattform-Sale hat. Wir sind ja in dem Segment, wo wir ein Application-Sale haben. Also ich sag mal, die Applikation ist da sehr stark treibend und vorweg. Wenn du sagst, du hast eine noch breitere, sagen wir jetzt ein ERP-System zum Beispiel, was du aufstellst, da ist vielleicht der Wunsch und der Bedarf auch aus dem Unternehmen bereits von Anfang an mehr Unterstützung, auch im Sinne von, wie integriere ich mit anderen Schnittstellen, Systemen, um halt sicherzustellen, dass der Kunde in dem Zeitpunkt den maximalen Benefit aus dem Produkt hat. Deswegen verstehe ich schon, dass in solchen Umfeldern es vielleicht mehr Sinn macht, jetzt unmittelbar gesehen etwas restriktiver zu agieren, weil man sicherstellen will, dass der Kunde einfach die gute Betreuung zu dem Zeitpunkt hat. Bei uns ist es so, dass dadurch, dass wir diese Applikation sehr stark im Vordergrund haben und 100% SaaS, True SaaS sind, du mit dem Produkt ab heute direkt loslegen kannst. Ja, also du kannst das Produkt vom Tag 1 direkt nutzen. Aber natürlich nach hinten raus gibt es auch bei uns immer mehr aus dem Ökosystem raus, was halt eben geboten wird. Und deswegen sage ich,
ab einem gewissen Größenordnung macht es dann auch Sinn, persönlich zum Beispiel mit unserem SE-Team zu sprechen, weil natürlich da einfach mehr genutzt werden kann. Also ich würde das nicht pauschalisieren, ich würde sagen, da, wo es Sinn macht. Aber ja, ich glaube, ein Learning aus dem Product-Led Growth, was wir auch leben, ist ganz klar, das Produkt muss erstmal führen. Ja, nur wenn man ein Top-Produkt hat, kann man darauf aufbauen. Und Unternehmen sind vielleicht weniger erfolgreich, die es tatsächlich mit der Brechstange versuchen. Ne? Wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen, ich bin jetzt, du hast ja gerade vorhin gesagt, so diese Top-Accounts von euch, 100.000 Mitarbeiter plus, und da finden jetzt Gespräche statt und die überlegen, eine virtuelle Kollaborationsplattform, Applikation bei sich einzuführen. Kann man das einfach so machen oder muss ich da vorher bestimmte Strukturen oder vielleicht Prozesse schaffen, damit der maximale Nutzen auch rausgezogen werden kann? Also Stand heute ist der klassische Fall, dass es aus der Nutzerschaft entsteht tatsächlich und dann eher Strukturen nachgezogen werden. Wir sehen aber sicherlich eine Reifheit von dem Markt, also eine Maturity, wo das Thema, weil Hybrid, the new normal, auch diese Zahlen, die ich am Anfang geteilt habe, es gibt momentan keinen CEO, der das Thema nicht auf seiner Platte hat für die kommenden Monate, wenn dann Corona hoffentlich mal vorbei ist, wie dann sozusagen die Realität aussieht. Und das heißt, man sieht tatsächlich auch immer mehr Projekte, die wirklich top-down geplant sind. Der Vorteil von so einem, sag ich mal, top-down geplanten Projekt ist natürlich, dass man von Anfang an mehr Nutzerschaft auch mit reinnehmen kann und halt eben so gesehen die Gesamtheit des Unternehmens erfassen kann und halt eben auf diesen Aspekt, den wir vorher besprochen haben, Fast Mover versus vielleicht jemand, der einfach ein bisschen länger braucht, den schon auch direkt mit aufholt. Es hat aber durchaus die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass es durchaus einen gewissen Reiz hat, diesen Bottom-up-Approach zu nehmen, weil du einfach, es ist ein selbstregulierender Mechanismus, der halt eben steuert, wo halt einfach jetzt der maximale Bedarf sozusagen für so eine Lösung ist. Und damit hast du als Unternehmen den Vorteil, dass du eigentlich nicht mal bedarfsorientiert genau in dem richtigen Bereich investiert. Und das ist auch ein Thema, was wir zum Beispiel mit unserem Lizenzmodell mit unterstützen. Wir nennen das FLP, Flexible Licensing Program, dass du als Unternehmen wirklich mit deinem Bedarf skalieren kannst und nicht vorab quasi in einem Kontingent oder so entsprechend eingeloggt wirst. Aber von dem her, es findet eine Entwicklung statt. Also es ist eine sehr, sehr gute Frage von dir. Und wir sehen das auch gerade, dass der Markt da reifer wird. Das heißt, vorab geplante Projekte werden sicherlich zunehmen, haben aber dann auch, wie man es klassisch im Projektmanagement kennt, sicherlich die entsprechende Komplexität, die damit verbunden ist. Und wie holt ihr jetzt den, ich gucke jetzt mal Jan an, ja? Jan ist so Mitte, Ende 30, so wie ich. Jetzt tun wir mal so, als sei er ja schon vielleicht Mitte 60. Und hat so vielleicht, wie er sich fühlt. So wie er sich fühlt, aber nicht aussieht. Er sieht nämlich wirklich ganz fantastisch aus. Aber Schleimer. Wir tun mal so, er sei kurz vor der Rente, ist schon eingefahren in seinen Wegen und denkt sich jetzt, okay, also ich mache jetzt hier noch meine letzten Jahre und dann ist auch Schluss. Ne? Aber trotzdem gibt es ja solche Mitarbeiter, ne? Und die will man ja bei solchen Projekten auch mit abholen. Wie bekomme ich jetzt den 60-jährigen Jan dazu, auch hier mitzumachen? Also da muss ich nochmal ganz klar an das Thema, was passiert nach Vertragsabschluss. Was passiert, wenn du jetzt losläufst mit Miro und das ist einer der wichtigsten Kontakte, mit denen du bei uns sprechen wirst, ist der Customer Success Mitarbeiter. Customer Success hat als ein Element ein sehr, sehr erfolgreiches Onboarding zu leisten. Und wenn ich mit meinen Customer Success Kollegen spreche, dann sind unsere Trainings zum Beispiel, die wir dann leisten, genauso ausgelegt, dass wir versuchen, jeden wirklich mit abzuholen, weil es gibt einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Hintergründe und ein ja, ganz großer Aspekt in dem Kontext ist wirklich auch Leute mit, und typischerweise sind das Anwendungsfälle, also wir greifen uns dann einfache Anwendungsfälle raus, die für jeden Sinn machen, wo quasi die Einstiegshürde sehr gering ist, wo man auch recht schnell einen Nutzen halt eben draus ziehen kann, halt eben raus und führen denjenigen dann in diese Welt rein, weil ganz häufig ist es so, auch dass es einfach nur ein Hemmnis ist, genau wie du richtig sagst, du hast halt eben PowerPoint nun mal seit 30 Jahren genutzt, ne, und hast da dein Repertoire aufgebaut. Das heißt, auch wenn sich da Versionen ändern, du weißt aber noch ungefähr, wie es geht. Und dann jetzt den Schritt zu gehen, naja, machen wir das doch in einem kollaborativen Umfeld auf einer ganz anderen Plattform. Zum Beispiel ich habe bis zu diesem Eintritt bei Miro immer mit PowerPoints gearbeitet. Seitdem ich hier bin, habe ich keine einzige
mehr gesehen. Ja, und das ist einfach ein schönes Beispiel, wo man sieht, es kann dieser Wandel halt eben stattfinden. Gut, jetzt sind wir da vielleicht, weil wir an der Technologie näher dran sind, ist ja vielleicht nicht der Maßstab, aber wenn ich es auf einen Punkt bringe, ist gutes Training, sicherstellen, es gibt greifbare Anwendungsfälle, die man sich rausnehmen kann, wo jeder unmittelbar einen Mehrwert rauszieht. Und dann greift auch wieder sehr stark das Produkt, weil wenn du einmal damit anfängst, kommt eigentlich eins zum anderen. Ne? Und dann hast du so eine Hürde überschritten. Da würde ich sagen, biegen wir langsam mal in die Zielgerade ein. Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich. Und das erste, ich habe vor, weiß ich nicht, das ist ein paar Wochen her, da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, dass Miro in Berlin einen Entwicklungsstandort aufbaut und ich meine, die Zahl war 300 Entwickler sucht und Produktmanagement und so in die Richtung. Ne? Und ich habe dann den Zeitungsartikel, habe ich einem Verwandten von mir geschickt, gesagt, hey, hier, du schaust dich da gerade noch einen Job um, schau dir mal an. Aber das mal nebenan, was mich dabei so überrascht hat bei, dass ich, also ausländische SaaS-Unternehmen, die so krass in Entwicklung im Standort Deutschland investieren, habe ich jetzt seit den 10 Jahren, die ich SaaS-Vertrieb mache, noch nicht gesehen. Typischerweise sitzt Produktmanagement-Entwicklung irgendwie beim Headquarter, USA, wo auch immer. Wieso tut ihr das? Ja, sehr gute Frage und kann ich mit der Bedeutung auch des Marktes beantworten. Also der Dachraum ist für uns einer der erfolgreichsten Märkte und da war es eine logische Konsequenz zu sagen, wir entwickeln auch unsere Lösung dort, wo unsere Kunden sind. Es ist ja auch durchaus bekannt, dass was die Standards, die wir hier etabliert haben, auch über die EU natürlich, was Sicherheit betrifft, was Datenschutz betrifft, weltweit führend sind. Und das sind Dinge, die viele Unternehmen auch halt eben außerhalb von Deutschland bewegen. Und da nutzen wir ganz klar den Vorteil, dass wir sagen, okay, wir sind hier vor Ort, wir verstehen auch den Kunden gut und entwickeln hier das Produkt, um auf die Anforderungen des Marktes entsprechend eingehen zu können. Also das ist, wenn du so willst, vielleicht der wichtigste Grund gewesen für diese Entscheidung. Für Berlin haben wir uns entschieden, weil tatsächlich dort entsprechender Pool sicherlich an Talent vorhanden ist. Also jetzt, es wird immer beliebter als Standort, auch für, nicht nur für lokale Engineers, sondern auch für Expats. Das heißt, also wenn man jetzt so schaut, wo kann man denn entsprechendes Talent bekommen, hat das auch für diesen Standort gesprochen, weil wir uns nicht unterhalten. Ne? Wenn man in der Bay Area entsprechendes Talent sucht, da muss man schon einiges auch aufwarten. Dann wird es teuer. Tatsächlich. Nicht, dass der Recruiting-Bus dann vom Unternehmen A nach B halt dann im nächsten Jahr halt eben fährt. Also, und da sind wir, glaube ich, gerade in so einer richtigen Grenze drin, wo man ganz klar sagen kann, okay, da wird Deutschland auch als Standort halt eben attraktiver. Und diese Kombination, die macht es da halt eben tatsächlich aus. Ja. Cool. Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, jetzt gucke ich nochmal Richtung meines Co-Hosts. Jan, möchtest du noch was Sinnvolles beitragen oder noch einen Schluck Cola trinken? Ich trinke noch einen sinnvollen Schluck Cola. Aber danke deiner Freunde. Nee, ich habe an einer Stelle vorhin habe ich gezuckt, ne? Und wenn der Tim mich schon so provoziert, muss ich natürlich jetzt auch was halbwegs Sinnvolles erzählen. Und zwar, als du gesagt hast, wie ihr gerade diese großen Accounts angeht, ne, und was es da für Eintrittshürden vielleicht gibt oder welche Strukturen braucht ihr. Und alles, was du gesagt hast, stimme ich zu. Ich hatte eine Sache so für mich im Hinterkopf, wo ich es mal spannend fände, wie du das siehst oder wie ihr damit umgeht. Wenn ich diesen Ansatz nehme, so das wächst aus der Userschaft raus, weil irgendwelche Leute vor irgendwelchen Herausforderungen standen und dann Miro in dem Fall entdeckt haben und sagen, hey, super, damit können wir richtig cool arbeiten. Und haben sich das dann, wie auch immer, organisiert. Ne? Und dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, so jetzt würde ich das gerne, also offiziell, in Anführungszeichen, auch mal haben. Ne? Weil große Companies haben natürlich irgendwie Guidelines und Richtlinien und sonstige Compliance-Geschichten, mit denen sie da fuhrwerken. Wie schlagt ihr diese Brücke? So, da ist eine Userschaft, inhaltlich, fachlich sagen die, hey, that's what we want. Ja? Wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr auch helfen? Wie erkennt ihr diesen Moment, wo ihr da reingehen müsst, damit das funktioniert? Also ich weiß ja, wie das bei uns teilweise aussieht mit diesen Prozessen. Und das kann ja schon langwierig sein. Ne? Also langwieriger als so ein User, der jetzt hingeht und sich bei euch registriert und seine Kreditkartendaten hinterlegt als Beispiel. Ganz guter Punkt, ja. Also tatsächlich ist es eine Entwicklung, die da stattfindet, die ist häufig durch
spezielle Personen getrieben. Also das können Champions in dem Unternehmen sein, die einfach sehr vielleicht über die eigenen Abteilungsgrenzen hinweg aktiv sind und dann solche Themen vorbringen. Das können aber auch, ich habe anfangs beschrieben, sehr eigentlich positives Resümee auch über die Entwicklung der Digitalisierung jetzt hier im deutschen Markt entschieden. Und genauso ist es ja auch mit IT-Abteilungen tatsächlich. Also da hat aus meiner Sicht auch ein ganz klarer Wandel stattgefunden von reines Kosthinter hin halt einfach zu einem Innovationstreiber. Ne? Und also da merkt man schon, dass die ja auch aktiv schauen, wie entwickelt sich sozusagen unsere Cloud-Landschaft, unsere SaaS-Landschaft und dann halt eben auch aktiv auf uns zugehen und sagen, Moment, wir haben hier was entstanden ist, das tolerieren wir vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad und müssen jetzt aber darüber sprechen, okay, wir brauchen einen verhandelten Vertrag, wir brauchen einen verhandelten Data Privacy Agreement, müssen sicherstellen, ob ihr auch wirklich alle gängigen Zertifizierungen halt mit euch bringt. Und das ist für mich dann immer eine gute Basis, weil tatsächlich wir da sehr stark aufgestellt sind, was diese Themen betrifft. Kommt auch eben aufgrund der Verbindung auch mit diesem Markt, den wir halt eben tatsächlich haben. Das ist ein Bereich. Der andere Bereich ist, ich schaue natürlich auch, wer sind unsere Kunden Self-Service. Und wenn ich vorhin beschrieben habe, dass wir jetzt nicht auf, sage ich, ist nicht mit der Brechstange versuchen sozusagen da reinzugehen, aber wir sprechen natürlich schon auch die Potenziale da an, machen die Unternehmen darauf aufmerksam, hey, da ist was entstanden. Und da kann ich auch ganz spannende Geschichten erzählen. Also tatsächlich gibt es ganz klare Stories, wo du sagst, es gab vielleicht Guidelines in dem Unternehmen, die offenkundig durch den Nutzer halt ignoriert worden sind, wo man sagen muss, da hat vielleicht jemand sogar persönlich ein Problem. Und wir versuchen dann halt eben einfach gemeinsam mit dem Ansprechpartner eine Lösung zu finden. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass man dann das halt nicht verstanden hat. Es ist einfach dann einfach ein Weckruf dann häufig für denjenigen, der sagt, okay, offenkundig haben wir einfach mit unserem jetzigen Set an Workplace-Ausstattung, die wir den Mitarbeitern bieten, da eine Lücke. Und dann gibt es ein entsprechendes Gespräch halt eben tatsächlich. Ja. Von dem her, es gibt die Bewegung aus beiden Richtungen, einmal aus Kundenseite getrieben, da würde ich die, sag ich mal, ja, Champions oder Ansprechpartner, die Strahlkraft über ihre Abteilung hinweg entwickeln, sag ich mal so, ich sag mal Art Evangelist, wenn das jetzt auch vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber gibt es in vielen Unternehmen natürlich. Aber auch, dass wir sagen, okay, wenn es ein namhaftes Unternehmen, was einfach sehr auffällig ist, auf einmal mit 5000 Self-Service-Lizenzen unterwegs ist, dann sprechen wir natürlich mal, ganz klar. Super. Tim, zurück zu dir. Ja, also Jan und mir würde das auf jeden Fall nicht passieren, dass wir uns irgendwo eine Software-Lizenz klicken und die vielleicht von unserer IT-Abteilung nicht abgesegnet ist. Also das ist mir jetzt vollkommen fremd. Auf keinen Fall würde sowas passieren. Okay, kommen wir zur letzten Frage für dich, Guido. Du bist ja selber im Vertrieb, du hast viele Leute, die für dich arbeiten im Vertrieb und wir haben ja bei uns in der Zuhörerschaft einen großen Teil auch Sales Engineers Pre-Sales. Wenn du jetzt also eine WhatsApp-Nachricht an alle Sales Engineers der Welt verschicken könntest, was würde da drin stehen? Ich würde sagen, everybody is in sales. Das ist mein Mantra. Und das ist etwas, was sich jeder zu Herzen nehmen soll. Ne? Wir arbeiten nicht in unterschiedlichen Bereichen. Wir arbeiten alle für das Gleiche, das ist unser Kundenwohl. Und so gesehen ist jeder im Vertrieb. Ich glaube, das wäre meine Nachricht. Perfekt. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit für uns genommen hast und deine Erfahrungen von Miro mit uns zu teilen. Extrem spannend. Schön, dass du da warst. Es hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Danke, Guido. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.